Guten Tag, Leute. Hier spricht euer Peter Gim. So, Leute, heute werden wir noch ein bisschen paar Spieler uns holen und vielleicht noch ein bisschen uns vorbereiten, würde ich fast sagen. Um vielleicht noch ein bisschen unser Team zu stärken, weil wir haben jetzt noch, da wollen wir jetzt noch alle noch, wenn es geht, am besten auf, dass wir alle vielleicht 80er Leute kriegen. Das wäre mein Ziel. Das tun wir jetzt noch ein bisschen testen, Leute, würde ich fast sagen. Dass wir jetzt einfach jetzt nur ein bisschen paar Dinger machen. Und ein bisschen Vorbereitung machen und natürlich auch ein bisschen trainieren für die Weltmeisterschaft. Weil die war halt schon heftig, finde ich, Leute. Die Welt. Also, ja, klar. Ja, ist ja klar, wieder mega. Oh Gott. Ja, klar ist er wieder mitten. Ja, ist nur klar, wieder große Gegner wieder, Leute. Ja, klar ist er wieder schon. Ja, nur schauen einfach mal. Vielleicht finden wir ein, zwei gute Spieler. Ach, sie haben wir ja jetzt geholt, Leute, Miele. Das war ja nicht schlecht, die zu holen, haben wir jetzt nur gut. Das war ja nicht schlecht, Leute, so, dass wir jetzt ein bisschen ein paar gute Spieler uns holen könnten. Das ist vielleicht nicht so schlecht, wenn man auch mal so von der. Okay. Alter, der Spieler ist er. Alter, warum ist das hier? Warum ist das wieder so komisch? War der Tormann wieder so riesig? Das ist echt seltsam, finde ich, Leute. Oh, die hat doch nicht aufgepasst. Die hat da nicht aufgepasst. Da hat die nicht so richtig aufgepasst. Alter, aber was ist denn so? Das ist doch wieder irgendwie ein Bug oder irgendwie. Dass der Tormann so riesig ist. Hä, warum? Hä? Hä, was war das jetzt gerade? Warum hat er. Ich wollte auf T spielen und es hat dann nicht funktioniert. Das hat verstehe ich, habe ich nicht verstanden. War mit auf T gespielt. Wow! Ja, geht doch, geht doch! Funktioniert doch, Leute. Zwei, es wird spannend, aber es sieht gut aus für uns. Ganz ruhig, Leute, ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben. Ah, ich wollte mal was versuchen. Alles klar. Gut. 2-2 sieht gut aus für unser Team.
Ganz ruhig. Cinco. Ah, gut abgewehrt, gut abgewehrt. Das war jetzt wichtig, sonst wär's hier tot. Tres. Ah, gut. 2-2 ist im Tormann ist halt manchmal Alter, der Tormann ist ein bisschen übertrieben, sorry Leute. Der Tormann ist ein wenig übertrieben, Leute. Alter, wenn man den kriegt, ich den mal. Aber ich denke. Ja, optimales Teamplay. Optimales Teamplay, Leute. Optimales Teamplay mit unserem. Ja. Optimales Teamplay. Das war jetzt optimal. Ruhig bleibe, Zeit. Ja, Zeit. Drei. Ah, gut gespielt. Ja, das sieht nicht schlecht aus heute. Aber dass man das Ziel nicht ändern können, das ist ein bisschen seltsam. Oh, knapp am Tor vorbei. Aber es sieht gut aus mit unserem Team gerade. Ah, 3-3. Es war ein bisschen mein Fehler, Leute, weil ich nicht auf der Seite war, Leute. Aber T hat es gemacht, T. Ja, Mr. T ist da, wo er sein soll, Leute. Vorne. Er ist uns auf dem Mittelfeld, unser Abwehrchef. Boah, T macht sein zweites Tor, T ist da. So, wieder ein Torvorsprung, aber wir müssen es halten jetzt endlich nur noch. Ein Tor wäre jetzt noch wichtig. Ah. Alter, das Team ist aber richtig gut, muss man sagen. Aber unser Team bleibt dran, Leute. Wir bleiben dran, Leute. Aber irgendwie ist es immer das erste Spiel. Das war beim letzten Turnier so das Problem. Aber jetzt führen wir zumindest viel mit 2 Toren vorne. Zum Glück noch eine Minute auf der Uhr. Okay, ruhig bleiben, noch eine Minute auf der Uhr. Ah, ich wollte mal einen Heber. Ah, der Heber hat jetzt funktioniert.
Aber zumindest holen wir uns jetzt den ersten Vorbereitungssieg. Und das ist erstmal wichtig. Den ersten Vorbereitungssieg haben wir jetzt heute. Holen wir uns jetzt. Presto, presto! Und dann gucken wir einfach mal vorsichtig. Wasser, wie? Yes! 10 Sekunden! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Lass mal es ablaufen, Leute. So, gewonnen haben wir. Jetzt gucken wir mal, ob man noch gut ist. Würde ich sagen, gucken wir nur ein Tor geschossen, 3 Punkte. Dann würde ich. Okay, 3 Punkte ist nicht schlecht, muss man sagen, finde ich. Ist nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein gutes Spiel hat zum Verpflichten finden, Leute. Das wäre wichtig. Er ist ein. Einfach ein 84er Verteidiger, okay? Den tun wir mal verpflichten und tun ihn da rein. Ihn raus, so. So, jetzt sind wir alle. Ja, jetzt sind wir ihn als. Lass mal jetzt ein bisschen gucken, weil da wollen wir auch ein bisschen starke Spieler im Team haben, finde ich, Leute. So. Bevor wir weitermachen, ich würde sagen, wir spielen das nächste Spiel nochmal. Man kann ja immer eine kleine, in der Pause zwischen den Aufnahmen kann ich ja unsere Spielerin ein wenig aufbauen, Leute. So kann man sagen, Leute, können wir ein bisschen aufbauen dann unsere Spielerin. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Schaffen wir heute wieder einen Sieg weiter? Und bauen unser Team bisschen noch ein bisschen aus, Leute. Sehr gut. Also, was? Kakash? Ist der wirklich in dem Team jetzt drin? Alter, dann holen wir uns dann. Das müsste doch sein, oder? Okay? Oh, Alter, wenn der Ball durchkommen wäre, wär's gut gewesen. Klar, wieder. Klar, jetzt wieder Tormann größer, Alter. Was? Alter, das stimmt doch irgendwas nicht, Leute. Sorry. Da stimmt doch irgendwas mit dem Dinger-Ehrchen wie heute nicht. War schon zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal der Tor, der größte Spieler im Tor steht. Alter, wenn wir den kriechen könnten, Alter, wäre super. Alter, wenn wir ihn wirklich kriechen, Alter, dann tun wir gleich ins Team bringen dann. Ja, denn der wird der Nächste sein, Leute. Mist. Wie gut. Gut abgefangen, aber von unserer Teamchefin. Das wäre cool, wenn man in den oben kriechen würde. Wir müssen das Ding gewinnen, das Spiel, Leute.
Wir müssen das Ding gewinnen, Leute. Wir müssen das gegen die Fox Team müssen wir gewinnen, Leute. Gegen das Fox Team müssen wir unbedingt gewinnen. Alles. Das wäre mega, wenn wir ihn kriegen, drin, Leute. Das wäre mega. Das wäre mega. Das wäre mega. Na, Mama, alles war so mein Kackfehler, Alter. Warum schon? Ah, mein Fehler, Leute, Mann. Alter, wenn man den Kohle könnte. Aber wenn wir ihn kriegen, den Alter, dann müssen wir es. Alter, wir müssen das Ding gewinnen, Leute. Wir müssen das Spiel gewinnen. Dann kriegen wir eine Legende ins Team, Leute. Das wäre natürlich klasse, wenn wir, wenn wir in Krise gehen. Oh, aber das ist wieder so. Alter, Mann. Boah, Junge. Man merkt, das ist richtig gut. Oh, Alter, Mann, die sind mir so zugepasst. Oh, Mann. Eckball, ich muss mal aufpassen. Ruhig. Ah, das ist halt so. Es ist wieder so blöd, Alter, Mann. Alter, Mann. Boah, Alter, was ist mit... Das Spiel gegen die Fox, das Fox-Team ist schwierig. Boah, 2-2, wichtiges Tor, Leute. Sehr wichtiges Tor, sehr wichtiges Tor. Sehr wichtiges Tor. Sehr wichtiges Tor. Boah, Mann. Oh Mann, ihn zu kriegen im Team wäre mega. Wenn man ihn eventuell kriegt, ist voll, Mann, das wäre mega. Ah, schade. Noch eine Minute. Nein! Oh Mann! Hi. Ruhig bleiben. Okay, mal wann. Na, ich fahr, bin zu spät rübergegangen, Leute. Zu spät rübergegangen. Oh Mann, das wäre so gut gewesen, ihn zu kriegen.
alle Insel bekommen hätten. Alle, wenn wir ihn bekommen hätten, Mann. Wäre es super gewesen. Nur wie gut er spielt da unten. Das ist jetzt schade, Leute. Richtig schade. Alles? Oh, das ist bitter. Leute, das ist so bitter. Durch zwei Fehler, Leute. Durch zwei Fehler hätte man das Spiel. Durch die zwei Fehler hätte man das Spiel jetzt gewonnen, Leute. Ohne die zwei Spiele hätte man Fehler. Hätten wir wahrscheinlich das Spiel gewonnen, Leute. Wir hätten das Spiel gewonnen. Wir hätten das Spiel gewonnen, wenn man die beiden Fehler nicht kassiert hatte. Und das ist so bitter, Leute. Die zwei Fehler. Die zwei Fehler waren unser Knickbruch, Leute. Die zwei Fehler, die wir hatten. Schade. Schade. Aber so ist Fußball, Leute. Aber ich würde dann sagen, wir machen für heute jetzt Feierabend. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.